Heute bauen wir noch den Rest der Teile ein und anschließend starten wir einen Testlauf mit Aufwickeln. Ich benutze dafür eine alte defekte Rolle PA12. Als erstes baue ich meinen Führungsarm zusammen. Durch den Führungsarm wird das Filament erst richtig aufgewickelt. Der Führungsarm hat zwei Laufrollen für das Filament und einen Nozzle für die Führung an der Filamentrolle. Den schraube ich zusammen und anschließend montiere ich ihn an dem Rewinder. Nun schraube ich die Distanzhalter für mein Bedienelement auf der Rückwand der Aufwickeleinheit. Das Bedienelement schraube ich nun fest. Wie ihr sehen könnt, läuft der Motor für die Filamentspule. Das gehört noch zu meinem Test, da ich später auch schon mal 10 oder mehr Stunden an einem Stück Filament produzieren will. Den Führungsarm montiere ich nun. Man kann ihn vor- und zurückziehen, je nach Größe der Filamentrolle. Die Nozzle sollte vom Außendurchmesser der Rolle nur 5 mm entfernt sein. Die Endschalter habe ich so gebaut, dass ich sie verschieben kann. Damit habe ich den Nullpunkt der Rolle sehr schnell eingestellt. Die anderen Umlenkrollen habe ich aus TPU gefertigt, mit einem Kugellager in der Mitte drin. Nun können wir den Testlauf starten.
Wir geben den Filamentdurchmesser ein, die Spulenbreite und den Kerndurchmesser und zum Schluss noch das spezifische Gewicht. Und schon kann es losgehen. Die alte Filamentrolle ist nicht so gut, aber zum Testen sollte es reichen. Unter der Anzeigetafel habe ich ein Drehpulli. Damit stelle ich die Geschwindigkeit und die Kraft des Auswickelmotors ein. Wie ihr sehen könnt, wickelt mein System hervorragend auf. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wenn Fragen oder Ideen da sind, schreibt sie einfach in die Kommentare.